Der Stier aus Ibiza in Aktion. Guillermo Valori beim ersten Löwentraining in Belek. Der 29-jährige Mallorquiner soll die Innenverteidigung der Münchner verstärken. Von der Größe und Statur her schon mal eine Idealbesetzung. Und auch die Einstellung scheint zu stimmen beim Spanier. Hier, die Mentalität ist eine sicher Mannschaft. Sie wollen gewinnen, das ist klar. Hinten, wir müssen machen unsere Arbeit zu null und ja, vorne, wenn es mag, wir spielen wie Mannschaft und ja, das ist klar. Damit auch alles klar geht, wird viel gesprochen. Die vielleicht baldigen Kollegen von Valori, Stefan Buck und Necat Aygün, in intensiven Gesprächen mit dem 29-Jährigen. Wir haben geredet ein bisschen, was wir müssen machen heute Nachmittag. Ist gute Kommunikation, erste Training für mich. Valori, Vizekapitän beim Schweizer Erstligisten Grasshoppers Zürich, wird gegen den Testspielgegner der Löwen, den FC Thun, durchspielen. Der mögliche neue rechte Innenverteidiger der Löwen bringt nicht nur sportliche Qualitäten mit. Ich weiß, dass das ja auch charakterlich 1A ist. Ich habe ja auch ein paar Jahre in der Schweiz gespielt, habe dann auch noch Verbindungen. Also es sind schon mal ein paar Punkte, die sehr gut sind. Und das andere wird man sehen. Nun noch etwas entspannen. Heute Nachmittag zählt's für die Löwen und für Guillermo Valori.